Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Entschuldigt bitte, das kommt gerade so ein bisschen unvorbereitet daher, ohne Mikrofon und so komplett aus der Hüfte geschossen, hier freihand mit dem Handy. Weil gerade im Niva Technik Forum das Thema ist, neues Getriebe eingebaut, stärkste Vibration, gibt dann auch ein Video von dem Kollegen, der dann zeigt, wie schlimm das da in seinem Auto schüttelt. Einmal von mir kurz gezeigt, wie das zusammengehört, einmal im Bewegtbild. Bis 1997, laut Werkstatthandbuch, gab es einen metallischen Zentrierring für die Zwischenwelle zwischen Schaltgetriebe und Verteilergetriebe, der dann mit einem Sägering, also einem Außensicherungsring, hier am Stummel der Ausgangswelle befestigt wurde. Ab 1997 dann wurde umgerüstet auf einen Gummiring, der hier so aufgesteckt wird, und so eine Gummikappe, die dann auch hier aufgesteckt wird. Und auf das ganze Konstrukt kommt dann unsere Zwischenwelle gesteckt, natürlich so, dass das mit den Bolzen passt. Und natürlich bei einer neuen Hardy-Scheibe mit dem Spannband, das dann unbedingt vor Fahrtantritt entfernt werden muss. Also, das ist einmal der korrekte Aufbau. Diese Hardy-Scheibe war an diesem Getriebe hier und hier hatte auch jemand kläglich versagt beim Zusammenbau. Also es ist überhaupt keine Schande, mal in so ein Werkstatthandbuch hineinzugucken. Gibt es frei kostenlos verfügbar im Internet zu finden. Kann ich euch auch noch mal kurz einen Link unten in die Videobeschreibung zaubern. Hier hatte jemand einfach so die Hardy-Scheibe raufgeschraubt. Das ist natürlich falsch. Das wird dann vibrieren, denn hier fehlt dann die Zentrierung. Also unbedingt darauf achten, das richtig zu machen. Ab 1997 haben wir hier so einen großen Gummiring und eine kleine Gummibuchse. Darauf dann die Hardy-Scheibe und halt die ganze Zwischenwelle mit dem Flansch. Dann nach der Montage Spannband entfernen und natürlich, wenn das Verteilergetriebe vernünftig wieder ausgerichtet ist, gute Fahrt. Hier noch einmal der Blick auf ein solches Originalspannband. Das ist also unbedingt nach der Montage vor Fahrtantritt zu entfernen, damit die Hardy-Scheibe frei arbeiten kann. Für die Montage ist es allerdings wichtig, weil sich das Gummi so weit ausdehnt, dass wir sonst keine Chance haben, die Hardy-Scheibe hier auf die Schrauben zu stecken. Wenn man jetzt, so wie ich hier, die Hardy-Scheibe entfernen möchte und sie wieder montieren möchte, weil man, so wie ich jetzt in meinem Fall, nur eine fehlmontierte, aber neue Hardy-Scheibe hat, dann kann es hilfreich sein, die mit solch Schellenband wieder zusammenzuziehen. Also das ist jetzt hier nicht etwa gesponsert. Ich bin einfach überzeugt von dem Zeug und habe mir das gekauft von meinem eigenen Taschengeld hier. Damit kann man das Ding so weit wieder zusammenspannen, dass man das da raufkriegt. Auch wenn man vergessen hat, das so schön zu spannen und das alles auseinandergenommen hat, dann kriegt man auch im Nachhinein die Hardy-Scheibe damit noch wieder so weit zusammengepresst, dass sie vernünftig auf die Bolzen geht und sich gut montieren lässt. Das also noch so als kleiner Tipp, damit ihr nicht ganz verzweifelt, wenn ihr das mal aus Versehen falsch gemacht habt. Es ist ja schließlich noch kein Meister vom Himmel gefallen. In diesem Sinne, bis demnächst!